Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Brothers Wii. Bam. Leider sind wir hier mit dem Skill etwas eingeschränkt, da wir auf einen 10 cm Bildschirm zocken. Das 10 ist, auf 10. Ja, das ist wirklich nicht ganz einfach, aber wir strengen uns an. Tja, wer ist wir? Ja, wir ist Haba und Nico in der üblichen Besetzung. Haba als Mario und Nico als kleiner, süßer, blauer Tod. Yeah, Tod. I love the Tod. Ja, genau. Nico liebt den Tod. Ja. So, erstmal hier noch von unserem guten Freund Landi einen Spielstand löschen. Ich hoffe, das na, ist okay. Achso, ja. Ja klar, also komm, hau einfach rein. Ja, ist nämlich nicht unsere Wii, sondern seine, deshalb wurde hier erwähnt. Nochmal ein großes Dankeschön. Spiel gesponsert von Alina. Genau. diese Datei löschen, ja. Tam-tadam-tadam. Aus dem flackert das Bild bei uns hier etwas. Wir hoffen bei euch nicht. Ja. Zwei Spieler. Wir haben halt nur einen kleinen Trevor. Genau, und falls jemand das Wii-Testvideo nicht gesehen hat, soundmäßig sind wir auch etwas eingeschränkt, da wir hier nicht mit den Headsets aufnehmen können. Ja. Leider, leider. Heute ist Prinzessin Peachs Geburtstag. Ein Riesenkuchen. Hallo? Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Wir hatten gerade, glaube ich, Soundprobleme. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich der Fall war. Ja, keine Ahnung. Aber ja, scheint so gewesen zu sein. Also wir wissen nicht, was er jetzt gerade nicht gehört hat, aber wir hoffen, dass er nichts Wichtiges verpasst hat. Ich habe mich nur gewundert, warum sich der Kuchen allein ins Bild reinschiebt. Genau. Ja, und die Toads schießen hier mit den neuen Power-Ups dieses Spiels. Der Pinguin. Nico, was ich dir noch sagen sollte. Ja, sag. Wir sollten nicht den Tisch berühren, das hört man. Ja, ich weiß, ich berühre. Das war nicht direkt das Mikro, das war nur auf den Tisch. Ich berühre wir haben hier so ziemlich gar nichts, außer mit meinem Controller und halt meinen Schuhen. Nico fasst seinen Controller an. Oh yeah. Ja, und wir beginnen hier in Welt 1. Beide mit 5 Ups. Und yeah. Ja, auf unserem Mini-Bildschirm. Also, ja, und wir sitzen hier auch so bequem, also echt. Wir kuscheln uns hier an mein den Bildschirm. Mein no Zimmer homie. Ist hier einfach auch wirklich das ich hol mir den Bildschirm. Allergrößte. Und ich hoffe, ich sehe das. Weil gerade, ich habe das schon mal hier so ein bisschen getestet. Die Cooper sind ein großes Problem. Die sieht man nämlich gar nicht. Ja, ich habe hier schon ein neues Power-Up, und zwar den Fliegenpilz. Damit kann ich, wenn ich die Wiimote schüttle, ja doch, man sieht sie doch einigermaßen. Ja, geht. Ich habe mich mal hier in die Röhre reingechillt, wenn es okay ist. Ja, sehr schön. Ja, wenn ich hier schüttle, kann ich hier diese Wirbelattacke ausführen. Und was Nico hier gerade betätigt hat, ist ein P-Switch. Ja, das Teil bringt, verwandelt Münzen in Blöcke und Blöcke in Münzen. Genau. Und ja, später wird er auch noch eine andere Funktion haben, die wir euch dann nämlich an erklären werden, wenn wir es nicht vergessen. Ja. Mhm. Ja. Okay, gleich mal. Gucken. Weil manchmal wird man mit irgendwas beschissen, aber ich glaube, hier war das nicht der Fall. Ich bräuchte mal wieder einen Pilz. Ach, du hast gar keinen. Ja, toll. Was ist los? Nicht auf den Tisch lagen, wie gesagt, Nico. Ja, toll. Okay, hier. Genau, wenn man stirbt, dann wird der zweite Spieler in diese Blase hier verfrachtet. Da kann ich ihn dann befreien. Hol dir die Flagge. Oh. Ah! Gut, da warst du nämlich groß. Ja, wie gesagt, vielleicht seltsam, aber nicht irgendwo, genau. Doch, sehr schön. Jetzt holst dir. Ja, das ist so. Und ich hoffe auch, dass man den Ton über die Controller hört. Das hätten wir vielleicht ausstellen sollen. Aber man müsste ihn hören, weil man hört uns ja auch. Ja. Und wir sitzen ja ungefähr gleich weit weg wie unsere Controller. Halt! Hol dir so einen Fliegenpilz, Nico. Sehr schön. Und betätige den roten Münzling. Ich kriege ihn nochmal ein. Genau. Oh, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, oder? Weil wir haben das ganze Spiel jetzt schon länger eine Zeit nicht mehr gespielt. Ja, und vor allem haben wir es immer auf einem größeren Bildschirm gespielt. Ja. Leichte Umstellung hier jetzt auf so einem Mini-Bildschirm. Der wirklich 10 auf 10 cm groß ist. Ja, genau. Und hier bei diesem Teil, wo wir gerade rein sind, da muss man schnell gehen.
Muss nach oben drücken dazu. Darf ich? Muss man auch wirklich schnell genug sein, weil das... Fies! Ja, wir haben jetzt beide wieder gleich viel. Also... Okay. Oh, da oben ist noch eine Starcoin. Könntest du? Ich könnte, ja. Wäre nett. Dankeschön. Ja, übrigens, 100%. Ganz vergessen. Ja, mit allen Starcoins, allen Secret Exits, USB. Was gibt's denn noch? So viel gibt's gar nicht mehr zum 100%. Auf jeden Fall, alle Starcoins, alle Secret Exits, das ist versprochen. Und natürlich alle Level, wir benutzen hier keine so Noob-Kanonen und so. Ja doch, sie werden benutzt für die 100%. Aber ja, ansonsten... aber wir nutzen sie nicht zu unserem Vorteil. Ja. Genau. Ja. Was wäre das für ein Vorteil? Ja, damit wir die Level nicht machen. Also es wäre kein Vorteil, aber halt... Ja, okay. Da kann man ja dann manchmal so ein paar Level überspringen. Das stimmt. Wuschi. Ja, man könnte natürlich das gleichzeitig auch noch auf den Fernseher streamen lassen, nur leider habe ich keinen Fernseher. Scheiße. Fernseher in meinem Zimmer und deshalb geht das. Wieso hast du keinen Fernseher in deinem Zimmer? Naja, ich frage mich schon, warum ich überhaupt einen PC in meinem Zimmer haben darf. Fernseher in seinem Zimmer. Naja, deinen Teil da kann man nicht Fernsehen nennen, Nico. Doch. Nein. Oh mein Gott. Oh doch, es war wahrscheinlich die letzten zwei Jahrhunderte lang ein Fernseher. Nein, ein Fernseher ist wirklich nicht schlecht. Ein Fernseher ist es wirklich nicht, man muss ziemlich nah reingehen, damit man was sieht. Ja, so wie bei meinem... Scheiße. Geht's da raus? Ja, mach ich doch. Ja, und wo ich hier drauf stehe, das ist auch etwas Neues, also etwas Neues für die Wii, das Game ist ja jetzt hier schon etwas älter. Müssen wir erst weiter oder erst hoch? Schon erst hoch. Ja, erst hoch. Das kann man mit der Wii-Mode steuern. Das war jetzt unerwartet. Dass ich das Teil dann übernehmen. Also wie ich das Teil halt, ja, wie sich das Teil dreht, kann ich mit der Wii-Mode steuern. Und sonst, ja, genau. Das war's eigentlich. Ja, hier sind wir das jetzt mit dem Key-Switch wieder. Nein, das, ja genau, das ist, der hat da dann die Funktion, dass wir hier... Das war scheiße. Oh, komm mal! Nicht. Oh, fuck. Oh, wie peinlich. Fuck it, baby. Naja, das war wirklich scheiße. Ich glaube auch nicht, dass wir das nochmal machen dürfen. Ja. Das Spiel wird nicht so gnädig sein. Ich vermute nicht. Aber wir können es ja probieren. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, der Skill lässt... Oh, das könnte... Aber ich glaube nicht, dass der P-Switch nochmal erscheint. Nee, glaube ich auch nicht. Nein, tut er nicht. Obwohl, warte, der ist nicht. Nein. Ja, okay, dann müssen wir euch das nachher reinschneiden. Wir machen nicht mehr nochmal das ganze Level. Nein, nein. Es reicht, wenn wir euch das zeigen. Und Achtung, stell dich mal hier oben hin. Kann ich das Ding haben? Da nicht genau direkt draufstellen, bitte ein bisschen weiter weg. Kommt nämlich, glaube ich, ein Stern raus. Yeah, baby! Und jetzt rennt. Ja, jetzt dachte ich, Nico zerquetscht mich, aber er war sozial und hat gewartet. Deshalb bin ich lieber mal in die Blase gegangen. Dann verliere ich nämlich keinen Ab. Aber wenn Nico stirbt, dann schmeißt es aus dem Level, weil das ja als ausgeschieden gilt. Das ist halt so der Bonus im Multiplayer, dass man da... Das macht, also Multiplayer an sich macht das ganze Spiel etwas einfacher, wenn man es drauf hat. Ja. Wenn man mit einem Noob spielt... Dann macht es das um einiges schwieriger und vor allem zu dritt macht es das dann schwieriger, weil... Naja, dann drängt man sich ganz oft ab. Und man bekommt natürlich weniger Ups, weil man sie sich teilen muss. Und weniger... Nein, das stimmt gar nicht. Weniger... Ja, und man klaut sich manchmal die Power-Ups. Genau, das ist das Problem, das wollte ich sagen. Gut, stellst du dich auf eine Seite? Ja. Lauf hin! Wo denn? Ach so, scheiße, die haben wir noch gar nicht. Gut, noch schön gerettet. Okay, das war's für dieses Level, oder? Also, wieso, du schaffst nie, die Röhren reinzulaufen. Ja. Ha! Leck mich! Genau, wenn man ganz oben an die Fahnenstange... Oh mein Gott, guck mich nicht so an, Nico. An die Fahnenstange kommt, dann bekommt man einen Ab. Ja. Als kleine Belohnung. So. Okay, das wird man jetzt gleich hören, wenn ich hier wahrscheinlich klicke. Dann klick. Aber ja, wir sehen uns gleich bei der Starcoin.
So, wir sind gerade in die Röhre reingegangen. Wir, naja, müssen euch leider was gestehen. Wir haben das Level, wir waren gerade so im Fieber, wir haben das Level gerade eben schon nochmal gespielt und haben voll vergessen, dass wir eigentlich ein Let's Play machen. Und, warte mal bitte, Nico, mit dem noch. Scheiße, sorry. Was war das gerade? Das war der Gumba. Okay. Genau, und deshalb war die Starcoin jetzt blau. Naja, und wir haben ein paar Ups mehr. Tut uns leid, war unser Fehler. Aber ihr habt sie gesehen. Ist darum, ja, denke ich, nicht so. Darum geht's uns ja eigentlich. Halt ich mir hier noch. Ja, ich weiß. Vielen Dank. Ist ja auch interessant. Gut, den Rest können wir hier überspringen. Ja, genau, das schneiden wir euch kurz wieder aus. Okay, jetzt sind wir aus dem Level draußen. Und ja, genau, hier sind zwei Wege jetzt. Wir machen erstmal das hübsche Pilzhaus hier. Da glaube ich, ist der Part dann auch schon, oder? Nee. Ich weiß jetzt gar nicht, weil wir jetzt sehr gecuttet haben. Ich würde sagen, das nächste Level machen wir auf jeden Fall. Ja, machen wir noch. Oder sollen wir eine halbe Welt machen einfach, also mit Burg sogar noch? Nein, das nächste Level noch dann. Ja, das nächste Level noch. Genau. Wenn der Part ein bisschen länger wird zur Feier des Tages. Ja, weil wir so fröhlich sind, dass wir das hier endlich machen können. Ja. Es war leider nicht in, naja, HD. Also, naja. Aber immerhin. Besser wie nichts. Hier kann man übrigens auswendig lernen, wo was ist. Haben wir aber nicht. Nico! Haber! Du Pechbringender. Ja, und diese Items, die wir hier jetzt gefunden haben, das ist so ein bisschen wie Memory, das ist in diesem Fall eine Eisblume, bekommen wir in unser Inventar und können sie jederzeit auf der Overworld einsetzen und dann haben wir sie im Level. So ist es. Genau. Interessiert kein Mensch. Welt 1, 3. Genau. Let's go! So, erstmal gucken. Ah, Pilze. Tadellos. Und der Sparkling. Töte ihn! Hab ich eigentlich, aber irgendwie hat das ignoriert, dass ich ihn getötet habe. Naja, egal. Ich hasse diese Hammerbrüder. Ich auch. Ich hasse generell. Oh, und das hier ist ein Yoshi-Level. Ein Yoshi. Ja, und Yoshi kann diese Beeren hier fressen. Dann kackt der ein Item aus. Ja, genau. Das war jetzt unschlau. Ja, was? Yay. Oh, fuck. Lass mich doch! Achtung, da kommt ein Panzer. Das hat's mir jetzt erleichtert, Nico. Schade, wir fallen ab. Sorry. Nico! Ja, wenn man getroffen wird, läuft der Yoshi weg. Und weil der Bildschirm so klein ist, treffe ich ihn nicht. Ja. Hör auf! Was denn? Oh, ich darf nicht schreien, das ist übersteuert leicht. Ich hab nur den Gumba gefressen. Ja, nein, das war kein Gumba. Ich weiß. Genau. Fick dich. Ja, man klaut sich die Items. Ich mach mal den Tod. Ich versuch's zumindest. Ja, danke. Cool. Ich kacke dafür gleich ein Item aus. Naja, lass mich! Scheiße. Oh mein Gott, Nico. Oh mein Gott, Nico. Obwohl, ich glaube, ich kacke gar kein Item aus. Ach, man kann ja hier übrigens auf die Toilette. Oh, gehen wir da runter. Ist da was? Ja, ich glaube, da ist was. In dem Tat. Wir haben eine Starcoin, die ich übrigens voll übersehen habe. Ich auch. War die? Ach doch, das Ach, war da die. Bin ich doch so hochgeflammt. Genau, genau. Hey. Ich will. Oh, ja, ist egal. Oh, ich setz mich mal anders hin. Ich hab's nicht so mit den Röhren. Hab ich schon. Ich weiß. Ich wollte noch mal. So. Oh, genau, hier ist das erste Level mit einem Secret Exit nicht drin. Ja. Okay, erstmal hier noch ein bisschen die Münzen abschrauben, aber dann fliegt man hier oben mit dem Yoshi einfach hoch und dann kann man da oben entlang laufen. Genau, ich laufe jetzt mal unten rum, dann behalte ich nämlich meinen Yoshi. Toll, übrigens noch die Starcoin. Mein Yoshi ist weg. Mein Gerücht. Das war jetzt nur wirklich weiß, aber na, wen juckt's. Wir müssen wirklich betonen, wir spielen hier auf einem.
Kleine ja, genau, das ist. Aber wirklich, müsst ihr mal machen. Also das ist keine Ausrede oder so. Also das ist eine Ausrede, aber eine gültige. Ja. Oh mein Gott. Ja, das war der Secret Exit dieses Levels. Ja. Und jetzt kommt noch der normale Exit. Das werden wir nicht schneiden, dann machen wir das ganze Level nochmal. Ja. Starcoins habt ihr ja jetzt alle gesehen. Oh mein Gott, ein Tod. Mario, wir haben die Symbol... Im Schloss erhalten. Kannst du nicht ihn hochsprechen? Was? Egal. Von Bowser Jr. Sobald deine Freunde weg sind, stecken meine Leute alle Tots in Fragezeichenblöcke. Wenn du sie retten willst, musst du es alleine tun. Die haben auch keine Hobbys, oder? Ja, mein Gott. Ich sorge mich um meine Freunde. Wenn du siehst... Egal. Ich glaube, wir sollen sie befreien. Ja. Genau. Ja. Let's go. Let's go again, müsste er eigentlich sagen. Ja. Denn wir tun es nochmal. Und nochmal. Und nochmal. aber wir haben ja nicht verloren. Ach, danke. Was? War da ich schuld? Nein. Ich dachte, du hast mich gerettet, aber wir haben beide unsere Power. Nein, ich nicht. Ich nur bei dem Hammer, Bro. Ja. Ja, nee, du hattest ja auch kein Power. Scheiße. Ja, also dann haben wir beide den Kumba und die Power verloren. Nein, ich hab's bei dem Hammerbruder verloren. Okay, okay. Siehst du, hier war die erste Star Wars. Dann war das ja auch kein. Scheiße, ich wollte dann abstehen. Hey. Ich wollte so einen Gumba auffressen, aber das ab nicht. Mies. Halt! Achso. Was? Ja, das soll mich abwerfen, nicht. Wo ist der hin? Er ist hochgesprungen und ist gestorben. Nope. Wo ist der? Danke. So, kann man mit dem keinen Ansprung machen? Nein. Oh, verdammt. Oh, fair, das war's. Das war's auch. Macht ja nix. Nein, wir brauchen ja auch gar keinen. Was? Yoshi. Ja, genau. Aber ich krieg einen in rosa. Und ich möchte jetzt eigentlich mein Geld noch gerne wieder haben. Nein, nein. Hau ab, du Bitch. Das ist keine Bitch, das ist eine Piranha. Ja. Da gibt's bestimmt auch ein Bitch. Yoshi kann ja übrigens auch Feuer speien. Aber nur wenn er so eine Feuerpiranha da frisst. Nein, nur den Strahl. Ja, meine ich ja. Also nicht den Strahl, sondern das Feuerteil. Den Strahl. Ich liebe diese Musik. Och, jetzt kommen da nochmal welche. Ah, scheiße. Was macht mein Yoshi? Egal, komm. Ich jump jetzt einfach ohne. Yoshi, ich komm jetzt. Wow. Haha. Oh, nice. Was? Die epische Musik, weil wir so eine Special Zeit da erreicht haben. 33, also 433 war es, gell? Und ein Feuerwerk mit einem Pilz. Oh. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Kriegen wir vorne jetzt auch noch ein Pilzhaus, gell? Genau, und da hinten noch ein Sternhaus. Aber das zeigen wir euch im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.